Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute möchten wir mal schauen, dass wir schöne Sachen fertig kriegen, die wir unbedingt brauchen, damit wir unsere schönen Maschinen bekommen. Größtes Problem wird auch dann noch der Strom sein, da bin ich mir auch noch ziemlich sicher. Aber. Oh, verdammt. Ja, das ist schön. Ja, genau, der Strom ist ein großes Problem. Mist. Aber wir nehmen die da. Ich brauche die hier. Nein, und die 47 gehen jetzt alleine dann da drüben rein. Muss wieder mein Grease Oil holen. So, aber wir schauen mal schnell. Arsenic, also, denn wir haben jetzt als nächstes, das habe ich mir auch mal angeschaut, aber da habe ich festgestellt, da brauche ich sehr viel Bronze. Wir machen mal wieder alles zu. Denn wir brauchen jetzt dann das da und das Gallium Arsenid Crystals herzustellen, brauchen wir die zwar in einem EBF mit 144.000 EU. Also das heißt 8 Batterien. Und wir schmeißen die zwei rein. Und er läuft. Er läuft jetzt 60 Sekunden. Derzeit können wir nämlich Fuel holen, damit die Öfen weiterarbeiten. Die Öfen, die Generatoren drüben arbeiten. Genau, Generatoröfen. Ja, eigentlich kann es da drin auch eigentlich richtig gut, weil ich schätze mal, das ist richtig warm. Kann bestimmt auch kochen. Gibt es dann frischen Koch? Weil es nicht aushält, weil es zu warm ist. So, da kommen wir auch gleich hin. So, die 47 Stück. Schön brav hier rein. Dann hat der wieder eine Chance, dass wir wieder hochlaufen. Lustig ist, vor 5 Minuten habe ich mir das noch angeguckt. Da hat er es nicht gehabt, das Problem. Jetzt hat er es. So, die Quest würde ich auch erst einlösen, wenn ich weiß, was ich zu viel habe. Bis jetzt beides. Wir können warten. So, dann brauchen wir jetzt die Dioden, 3 Stück oder beziehungsweise 8. Das heißt, wir brauchen jetzt fein Copper Wire, Diode. Jetzt muss ich mal gucken. Gibt es da auch noch welche ohne Plastik? Also das sind 2. Also wenn ich da 8 Stück mache, dann ist das alles weg. Das kann ich mir nicht leisten. Nee. Okay, nehmen wir das da raus. Ah, ich habe jetzt irgendwie gehofft. Ach halt. Das war jetzt welches? Verdammt. Ach so. Ja, das da, das da. Und die 4 Stahlsteine, die wo hier drin liegen.
Oh, danke schön. Das nennt man einfach Stromverschwendung. So, dann brauchen wir als nächstes Glas. Das ist, genau, wenn man nämlich Quarzit hat, also das ist eins der wenigen Sachen, die wo man Extraktor LV reinkriegt. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Also 144 Liter Glas. So, 1, 2, 3. Ich schmeiß mal da sicherheitshalber nochmal was rein. Ja, jetzt muss ich schnell rausrennen. Ich glaube, das wird nur im Maserator gehen. Nein, es geht nur im Forge Hammer. Presser wird mal wieder fleißig gedüdelt. So, Forge Hammer habe ich 4. Ja, aber ich brauche mindestens 4. Ach komm. Okay, also die haben wir. Jetzt brauchen wir die Diode. Ja, aber wie gesagt, Polyethylen braucht man halt MV, um das erstmal zu kriegen. Weil ich baue jetzt nicht als erstes einen Chemical Reactor, um an Plastik ranzukommen. Weil ich bräuchte dann auch noch Öl und dies und das und jenes, und das haben wir noch nicht. Lieber nochmal irgendwann nochmal einen machen. Ja, das wäre Poly. Also unten ist immer Polyethylen, da haben wir dann das Molten Glas. Das sind 1000 Liter. Und das sind 288. Das ist dasselbe. Ich habe da gerade ganz böse Befürchtung, dass ich zu wenig Quarzit gemacht habe. Und ich brauche jetzt was? Den Circuit Nummer? Gar nichts? Ja, aber dann gibt's nur einmal, ne? Ja, gibt's noch Wafer, aber die Wafer haben wir noch nicht. Sind wir auch noch ein Stückchen weg. Nicht mehr viel, aber ein Stückchen. Okay, also 4 Copperwire. So, machen wir den weg. Also dich rein. Ich rein. Und ich brauche doch einen Circuit. Und zwar den Circuit Nummer 4, oder? Ja. Dann hätte ich gesagt, dann läuft er. Dann haben wir jetzt in 2 Minuten hoffentlich unsere 8 Stück.
Ich drücke gerade Daumen, dass ich. Ja, okay, ich hab dann zwei Pullis. Das heißt, meinen nächsten, wenn es auf jeden Fall schon mal mehr. Wenn ich jetzt dann genügend von irgendeinem Material habe. So, dann warten wir noch ab, bis die da sind. MV ist noch nicht aufgegangen. Ja, klar, weil ich den Good Circuit bestimmt dafür brauche. Was brauchen wir für ein Good Circuit? Im Assembler. Gut, beim Craften. Wir brauchen Kupferwire, wir brauchen Steel Casing. Aber wir gehen nochmal hin. Jawohl. Also, das da. Dann brauchen wir noch drei Circuits, also sechs. Was brauche ich in der Mitte? Mein Board. Hab ich was? Ach so, das Kabel brauche ich ja nicht, brauche dann die Dioden. Und ich habe leider recht gehabt. Okay. Also, das heißt, wer ist jetzt. Bin mal gespannt, wer schneller ist. Oh Gott. Nicht der. Das Schlimme ist jetzt, wir haben vier. Auch nochmal zwei. Und dann brauche ich noch mal vier. Bin mit dem Quarzit durch. Respekt. Okay, also das heißt, wir haben das, wir haben das. In der Zeit, wo der da wartet, kann ich mal da ein bisschen spazieren gehen. Da habe ich nämlich ein bisschen. Okay, braucht dann noch mal ein Aluminium und noch mal ein Kupfer. Respekt habe ich nicht. Okay, also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Muss ich warten, bis der durch ist. Dann haben wir die nächsten 288, dass der nächste laufen kann. Der braucht ja auch Ewigkeiten und 3 Dach. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt noch ein Aluminium gehabt hätte, dann hätte ich eventuell die wichtigsten Sachen im Extruder gehabt. Ist okay. Dann brauchen wir jetzt aus der Abteilung Aluminium Press. Also ich brauche auf jeden Fall das kleine Zahnrad.
das große Zahnrad, den Rotor 3. Den Rod und den Bolt. Hätte ich gesagt, läuft weiter. Dann brauchen wir Extruder Shapes. Also, wir haben als erstes gesagt, wir brauchen das Small Gear. Wieder eine Feile geplatzt. Ich sehe aber auch hier drin keine. Doch, da ist er. Ja, danke fürs Gespräch. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Ah, Wirecutter brauchen wir auch noch. Den dürfte ich einstecken haben. Okay. Ah, habe ich. Also nochmal Small Gear. Dankeschön. Dann kommt das große Gear. Und dann kommt der Rod. Okay, und den letzten machen wir noch den Rotor. So, dann brauchen wir den Stahl. 5 Stück, glaube ich, kann ich machen, was ich an Stahl reingeschmissen habe. Ja, und ich werde hier angekrummelt, also ab in Rollotron. So, das haben wir erledigt. Ja, mit diesen Teilen kann man jetzt dann anfangen, mal richtig Pistons zu bauen. Mit den Teilen kann man dann mal anfangen, auch mal langsam die Pistons, also die elektronischen Pistons zu bauen. Na? Okay. Das war ein Illusion Creeper, glaube ich. Creeper, genau. Enderman. Also, was mache ich denn? Das kann doch da gar nicht rein. Ich warte jetzt drauf, dass er mir ein Brett gibt. So, dann brauche ich von dir jetzt eine Kiste, bitte.
Dann heißt es, die Kiste kommt jetzt dahin. Achso, nur drei. Dann habe ich vier gemacht. Ja. Und ich mache jetzt auch noch schnell Nummer 5. Zwar den hier. Meine nämlich gleich 8. Bin mal gespannt, ob ich alles so weit zusammengetragen habe. Ich sehe gerade, ich habe. Achso, brauche auch 4 Ingots, ja. Na, aber Aluminium Brass habe ich jetzt noch 3 Ingots. Auch nicht mehr viel. Halt. Viel zu weit gelatscht. Da rein. Da rein. Dann haben wir jetzt als nächstes die nächsten 4. Jetzt haben wir unsere 8. Jetzt gehen unsere Good Circuits auf. Und das ist mir sowas von egal. Oder brauche ich da optional? Danke. Dann haben wir den auch erledigt. Und ist jetzt mein MV aufgegangen? Jawohl, ist es. Chemical Lesson. Advanced Macerator, Advanced Compressor, ist mir egal. Den Extruder hat er nicht drin. Warum hast du den Extruder nicht drin? So, dann heißt es jetzt, wir brauchen jetzt von dir 9. Von dir 2. Ich glaube nicht, dass... Oder? Ja, wobei, der könnte durchlaufen. So, dann ist jetzt die Frage, habe ich isoliertes Kupferkabel? Nein. Schön brav wieder hinmachen. Oh, du kommst dahin, du kommst dahin. Dahin. Ja. Nee, macht Sinn, einen Extruder als erstes zu bauen. Also ich bin der Meinung, der Extruder ist für mich die wichtigere Maschine. So, jetzt kommst du dahin. Ich bin der Meinung, die Extruder ist die bessere Maschine, ja. So, Platten, die habe ich vergessen. Kann man jetzt ja auch gleich sehen. Kann man jetzt natürlich komplett um die Ohren fliegen, aber ich bin der Meinung, dass das die bessere Maschine ist. So, das ist in Ordnung. Das kommt dahin. Du kommst dahin. Aber wenn ich jetzt nämlich diesen hier bauen würde,
Wenn ich jetzt natürlich zwei Good Circuits rausbekommen tät, hätte ich gesagt, okay, ist egal. Ah. Kann natürlich sein, dass ich den Extruder noch nicht kriege. Oder noch nicht sehe. Ich brauche nämlich noch einen Piston. Und dafür brauche ich noch einen Motor. Steel Fluid Pipe. Oh, da haben wir 6 Stück rein. So, wir sind jetzt in dem Bereich. Dann gehen wir jetzt hier hin, dann gehen wir jetzt hier hin, dann gehen wir jetzt hier hin. Ich brauche schon mal Kupferkabel. Ich brauche 4 Kupferkabel. Minimum. Ich bin der Meinung, wir machen gleich 6. Nein, wir machen gleich 7, das muss weg. Okay, dann läuft es das auch. Dann haben wir schon mal unsere ersten 2. Du kommst dahin. Dann brauchen wir 2 Aluminium Rods. Lass mal laufen. Nein, wir brauchen nochmal 2 Aluminium Rods. Wir brauchen 2 Platten. Nein, wir brauchen 4 Platten. Alleine dieses Rezept regt mich so auf, dass ich sage, bin ich froh, wenn ich weg. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt in den hier rein. Genau. Also du kommst dahin. Du kommst dahin. Cupronickel Dust. Habe ich vielleicht noch ein bisschen Cupronickel übrig? Wäre nett. Nope. Auch nope. Man kann an viel denken, aber nicht an alles. Dann habe ich jetzt das drin. Dann brauche ich jetzt von dir 2. Auch 4. Dann habe ich Aluminium zu wenig. Yay! Ich habe den Motor vergessen. Ich schlingel. Aber Alu ist ja Gott sei Dank ein dankbares Material. So. Das da, das da. Haben wir unser Small Gear. So, dann brauche ich jetzt noch mein Wire. Das macht gleich der andere.
brauche meine Pipes, das macht dann der andere. Also das heißt, wir brauchen eine normale Pipe. Korrekt. Achso. Das brauche ich hier. LV kommt dahin. Die zwei Circuits waren, soweit ich weiß, da. Du warst da. Auch 4 Copper Nickel Wire. Das Lustige ist immer, ich sehe immer nur eine Spinne über mir rumrennen. Ich sehe die ganze Zeit. Ich höre sie auch die ganze Zeit, aber ich kriege immer wieder Fäden. Tun die auch seit neuesten Fäden abgeben. Das ist ein Federvieh. Also ein. Habe ich gerade Federn gesagt? Greg? Hirn anschalten bitte, wenn es geht. Hirnkastel ummachen. Nehmen wir natürlich Strings. So, dann haben wir jetzt. Da fertig. Jetzt muss ich noch gucken. Stahl, 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 Eisen, Eisen, Eisen. Zum ersten Mal, dass ich die Daumen gedrückt habe, dass ich noch Stahl habe. So, dann brauchen wir mal doppelt. Doppelt und dreifach. Genau, dann haben wir den, dann haben wir den, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und dann haben wir den. So, Motor raus. Ich habe da eine ganz böse Vermutung, dass ich 4 Stück brauche. Ist klar. Das da muss hier hin. Das da muss hier hin. Der Motor muss hier hin. Die 2 Rods kommen hier hin. Na, hat er schon zu viele Motoren, Pistons gebaut? Ja, hat er. Ich habe keine Ahnung, ob er sich's gemerkt hat. Aber ist mir ziemlich egal. Ich habe meinen Extruder. Und der gute Extrude, der schenkt uns jetzt ein bisschen Material oder spart Material ein. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Good Circuits. Das heißt, ich brauche dann hier halt. Das war doch hier, ne? Nein, das war hier. Genau, dann nehmen wir jetzt nämlich das Polyethylenpulp. Schmeißen wir in den Extractor. Haben wir schon mal 2. Schauen wir mal, ob wir so, was brauche ich jetzt, um ne, Realgar habe ich. Achso, ich brauche davon 2. Das ist gut. Die haben wir. Dann haben wir auch die nächste Quest fertig. Also zum nicht so fertig, sondern fertig, damit ich weiß, was ich da draus mache.
Aber wie gesagt, jetzt haben wir Realgar und aus Realgar wird in der Zentrifuge Arsenic. Dankeschön. Und du kommst jetzt da rein. So, und dann heißt es jetzt weg. Kommst Arsenik kriegen wir. Dann nehmen wir Gallium. Claim. Und schauen wir mal schnell, wie es dem Strom geht. 78, das ist in Ordnung. Noch 10 Sekunden. So, dann haben wir Arsenic. Das und das. So, was fehlt mir jetzt denn noch für nochmal Circuits? Als allererstes fehlen mir mal Circuits. Also die hier. 3, 6, 9, 12. Okay, ich brauche Red Alloy. Das nächste, was ich brauche Kabel. Ja, das kann auf jeden Fall laufen. Dann gehst du. Ne, mehr habe ich nicht. Gehst du da rein und machst mir das Kabel. Wenn das Kabel durch ist, machst du das nächste Kabel. Dann brauchen wir Steel Casing. Jetzt geht es langsam los, wo dann 1000 Maschinen gleichzeitig arbeiten. Gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut, das ist gut. So, 8 Stück. Reicht's mir jetzt? Ja, das reicht mir, das reicht mir, das reicht mir, das reicht mir. Genau. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Perfekt. So, dann habe ich das. Krieg sogar noch mal zwei hin. Guck mal hin. So, dann kommst du jetzt dahin. Nein, du kommst dahin. Entschuldigung. Dann brauche ich ein Glas. Das war da hinten. Kommt ganz oben hin. Dann brauche ich jetzt von dir noch mal 9. Rough Iron brauche ich 2. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen das. Was brauche ich noch? Silverwire. Da habe ich schon Silber gemacht. Ja, habe ich. Du kommst rein und du kommst rein. Ja, Kabel noch mitnehmen.
So, dann kommt das Dub. Dann haben wir 1, dann haben wir 2. Dann nehmen wir die auf jeden Fall noch mit raus. Dann haben wir dich hier. Kupferkabel hier hin. Und das Silberkabel kommt hier hin. Und wir haben unseren Advanced Maserator. Ja. Zweite Maschine MV. Haken dran. So, und du kommst hier hin. Das heißt, die muss ich immer wieder umstellen. Heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt zum Beispiel hin. Nein. Drake, du bist doch ein bisschen gaga. Oder? Nee, bin ich nicht. Nein, Drake, du bist nicht gaga. Du hast schon recht. So, das heißt jetzt für mich, ich möchte jetzt zum Beispiel... Ja, ich bin schon ein bisschen gaga. Muss ich doch anders machen. So, das heißt, du kommst jetzt dann dahin. Und dann kommt jetzt der Extruder, kommt oben drauf und der andere kommt davor. Genau. Muss ich Extruder machen, stelle ich ihn nach oben, mache ich einen anderen, stelle ich ihn nach vorne. Komm an jeder Seite jetzt ran. Clay Dust, glaube ich. Ich weiß nicht, wo habe ich meinen Clay Dust hin? Habe ich das komplett schon runtergeräumt? Habe ich das noch da? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Na, du kleines Mistnerv-Viech. Bist jetzt endlich hin. Das ist aber total schade. So, ich habe jetzt auf jeden Fall hier doch, genau, ich habe die nämlich noch nicht reingemacht. Aber wie gesagt, weil jetzt werde ich nämlich dann jetzt demnächst anfangen, richtig mal Pistons herzustellen. Damit wir mal Upgrades reinkriegen, weil diese 1000 Fässer, die gehen mir so auf den Ast. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Die müssen weg. Eine Version. Alles andere muss verarbeitet werden. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, weil ich habe jetzt halt noch keine laufende Stromproduktion. Weil ich, das kann jetzt ganz schnell dann dahin laufen, dass das immer alles leer säuft. So, das heißt jetzt, wir schmeißen das Clay Dust rein. In den Electrolyzer. MV zu LV. Nein. Den haben wir nicht dabei. Wir brauchen LV zu MV. Das ist wichtig. Sonst jetzt nicht. Das heißt jetzt für mich dann demnächst die ganze Zeit Batterien hin und her tragen. Trage ich dann keine Zellen mehr hin und her? Doch, die trage ich auch noch hin und her, aber... So, 4x11V. Und du läufst nicht, weil... Für den Circuit.
Eigentlich nicht. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler drin? Aber ich mache jetzt doch noch was anders. Und zwar, ich habe doch Unrelated Wire noch. Was habe ich? Habe ich da ein Kabel? Ich habe doch da schon ein Kabel dahinter, ne? Das ist ein Achtfach. Okay, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Kommst du erst da rein? Das Kabel natürlich wieder viel zu früh weg. So, jetzt haben wir ein Achtfach. So, wir schauen nochmal. LV, Step Up to MV. Dann machen wir dich jetzt dahin. Dann machen wir dich jetzt dahin. Wir machen dich dahin. So, wir schauen nochmal. Step Up, LV, 4 Ampere. Geht hier rein. Ach, kommt schon. War doch Claydust. Oh, yeah. Es läuft. Ja, aber das ist auf jeden Fall sinnvoller mit dem Kabel. Dann brauche ich dem nämlich umstellen. Darf nur daran denken, dass ich die ganze Zeit beide laufen lasse. So, aber wir haben jetzt einen riesen Vorteil durch diese Aktion hier. Für die, die es nicht kennen. So, beziehungsweise wir schlagen jetzt gleich fünf Fliegen mit einer Klappe. Wir haben jetzt Sodium. Sodium kann man, soweit ich weiß, auch zu Batterien verarbeiten. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, was Sodium alles noch für zusätzliche hat. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall Lithium. Das heißt, wir haben jetzt durch einen Stack zwei Batterien gefüllt. Wir haben jetzt Alumina. Das heißt, wir haben jetzt auch die Grundsubstanz, um an Alu ranzukommen, weil jetzt ist das Cryolite das Problem. Cryolite haben wir hier. Dann brauchen wir fünf. So, dann haben wir noch Silikondioxid. Das ist auf jeden Fall auch was, was man brauchen kann. Schon sagt die Quest Hallo. Ja, dann haben wir schon mal jetzt ein paar schöne Sachen. Und jetzt haben wir hier auch immer Wasser. Jetzt gehen wir nämlich hin, hauen das Wasser hier rein. Ich muss immer dran denken, Electrolyzer steht immer ziemlich weit hinten. So, wir können jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt den da. Glaube ich, sage ich auch jedes Mal. Aber nein, wir schmeißen jetzt den Circuit Nummer 1 rein. Wir schmeißen uns jetzt ein paar Zellen rein. Und jetzt läuft der nämlich nicht mehr 100 Sekunden wie der da vorne, sondern es läuft der 50 Sekunden. Wie gesagt, das einzigste Problem, was wir haben,
Wir brauchen jetzt die ganze Zeit frische Batterien. Das heißt, irgendwann wäre vielleicht mal sinnvoll, noch hier Generatoren hinzustellen, die denen die ganze Zeit füttern. Oder die da hinten. Können wir uns ja mal überlegen. So. Wir lassen jetzt aber nur einen laufen. Denn mein Freund, der Extruder, soll auch noch probiert werden. Denn ab jetzt heißt es, wir machen mal schnell 4 Stück. Dann schmeiße ich dich mal da rein. Dann schmeiße ich dich mal da rein. Und jetzt kriegen wir endlich aus einem einzigen Ingot, ohne lang und breit das zu warten, und zwei Platten, zwei Ingots, zwei Rods, ein Ingot. Darfst aber die anderen wieder braten. Und ja, also das heißt 3 Ingots zu einem. Finde ich klasse. Und das heißt jetzt dann, wir werden es dann peu à peu dann hier anfangen, die ganzen Sachen vorzubereiten. Dass wir dann anfangen, Pistons zu bauen, dass wir anfangen, ja, und ja, die letzte Klappe, was wir jetzt dann sozusagen damit auch noch für uns schlagen, ist halt, dass jetzt auch der EBF mit Oxy gefüttert werden kann, weil er jetzt nämlich die ganze Zeit das Zeug herstellt. Und Hydrogengas haben wir auch noch. Und soweit ich weiß, wenn ich... Oh, das ist eine Idee. Rick hat eine Idee. Wenn es hier jemals findet, die Idee. Ach so, die Idee weiß ich, wo sie ist. Hab mich da jetzt gerade alle hüpfen lassen? So, wir haben hier eine Gasturbine. Und diese schöne Gasturbine. Setzen. Moment. Er ist jetzt bestimmt über mir, ne? Nee, der ist schon da. Hallo. Wiedersehen. Halt. Zauberstab. Danke. Ich habe meinen ersten Punkt in Zauberstab. Noch einer. Hallo. Muss mein Zauberstab jetzt laden? Vergesse ich immer. Aber viel aus. Also dafür, dass du jetzt gerade ein Skelett warst, der wo richtig böse hätte schießen können, so gar nicht geschossen. Gut. Vor allem, ich muss jetzt dann mal schauen, dass ich auch demnächst mal Lapis mache. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die erst aufräumen, dass das Klimper weggeht, weil das geht mir gerade auf den Keks. Weil sonst kann ich mal meinen Gedanken nicht zu Ende führen. Und zwar, ich brauche ja das war der falsche. Wo ist er denn?
Wo bist du, Kleiner? Na, Kleiner, wo bist du? Simple Overture, das sage ich mir auch immer 3000 Mal. Da ist er. Die Sifting Machine. Für die Sifting Machine braucht man nämlich Item Filter. Und für die Item Filter brauche ich 144 Molten Polyethylen. Drag, das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, ich brauche Zinkfolie. Das heißt nämlich, wir werden uns jetzt da das Polyethylen, also das werde ich jetzt, nee, von der Zeit her nicht mehr schaffen. Ja, wobei, das ist hier drin. Aber doch, nee, das bereite ich vor. Das bereite ich vor. Also diese Dinge werde ich jetzt machen. Das sind jetzt 64 Steel Wire und 16 Zinkfolie. Dann lasse ich die Itemfilter laufen. Die laufen nämlich auch 80 Sekunden. Und dann haben wir in der nächsten Folge nämlich die Dinge hier fertig. Dann können wir den Sifter bauen und dann kriegen wir auch endlich vernünftig Kohle und dann läuft da hinten nämlich die Kohle durch. Und nicht mehr erstmal Holz, sondern da läuft Kohle. Und dann sind wir nämlich total glücklich, wenn da hinten Kohle läuft, weil dann können wir auch Coal wieder herstellen und dann kann auch unser kleiner, achso, den habe ich ja mittlerweile dahergeholt, das habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne? Ja, den habe ich mir mal geangelt und dahingestellt. So. Wenn ich nochmal drei finde, dann läuft es nochmal. Ja, aber wie gesagt, Methan. Methan, Methan, Methan. Methan ist hier. Das muss ich mir jetzt auch wieder angewöhnen, dass ich jetzt dann meine Rubberwoods weiter abernte. Dass wir da die Gasturbine laufen lassen. Und und Hydrogen kann ich halt auch reinschmeißen, ne? Weil ich vermute, dass mir Erde das Fass hier vorläuft, bevor ich das Hydro wegkrieg. Wie viel von dem Hydro? Lass mich noch schnell gucken. Ja, sehr schön. Der da. 20.000 EU. Also, ne? Wir machen ja jedes Mal ein Duell. Ja, es wird zwar nicht reichen, um den Elektrolyser sozusagen wieder komplett, also so weit zu kriegen, dass der das fertig macht, aber er kriegt auf jeden Fall das hin, dass der ein bisschen mitladen kann, ne? Und wenn wir dann irgendwann die Supertanks haben, die werden wir auch jetzt demnächst mal machen. Den Aufzug wäre nicht schlecht. Dann können wir nämlich endlich Richtung Küche nach oben. Dann können wir die Küche einbauen. Dann haben wir da auch nämlich was. Dann können wir unser kleines Zimmerchen noch ausbauen. Jetzt geht's sowas von voran. Also, was wir jetzt alles machen können. Ich muss es erstmal machen, das ist das Problem. Aber kriegen wir auch. Aber wie gesagt, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, immer schön brav mehr Batterien herzustellen, Batterien auch gleich zu machen, Batterien zu laden. Methan muss ich jetzt halt mehr machen. Das heißt, die Zentrifuge wird halt auch die ganze Zeit jetzt dann laufen. Wir haben jetzt viel vor. Ich habe da vorne noch ein bisschen was zum Abtragen. Dass wir die Bäume noch erweitern. Die Felder muss ich noch erweitern. Es gibt zu viel zu machen. Ich glaube, ich habe jetzt auch meine. Habe ich jetzt dich? Ich glaube, ne? Ja, ich habe jetzt auch diese Schaufeln nochmal vom Mining Speed erhöht. Ja, aber wie gesagt, das Zeug muss jetzt dann als nächstes weg. Und die Felder da hinten auch. Also es gibt noch wahnsinnig zu machen.
Wie gesagt, aber ich möchte erstmal ein paar von den Upgrades machen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Pistons. Das habt ihr ja schon alles gesehen, wie ich es gemacht habe. Also kann ich dann da auch ein wenig draufhauen. Das Einzige, was wir noch machen, zusammen, ist, wir lassen den Extruder noch einmal laufen. Und zwar mit dem schönen Upgrade vom Rod. Ja, und ich hier rein. Ja, weil wir brauchen ja, soweit ich weiß, einen Rod. Ah, und wenn man sich jetzt noch überlegt, dann hat man wieder ein bisschen Pulver. Das Pulver muss man zusammen machen. Man muss immer zwei Stück machen, um zwei Stück rauszukriegen. Und jetzt schmeißt man da einfach ein Ingot rein und ist glücklich. Was ich jetzt auch bin. Genau. Und wenn man glücklich ist, soll man aufhören. Das sollen wir jetzt tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.